Schachspielregeln und die nicht genannte Religion. Wenn jemand Schach spielt und man dann feststellt, dass derjenige sich nicht an die Schachregeln hält, ist er dann immer noch ein Schachspieler oder etwas anderes? Was ist von jemandem zu halten, der behauptet, jeder könne selber festlegen, wie die Spielregeln sind und man bleibe trotzdem ein richtiger Schachspieler? Ist das seriös? Was entgegnet man jemandem, der behauptet, man dürfe mit dem Turm auch über andere Figuren springen? Oder der König sei schachmatt und das Spiel zu Ende, wenn eine gegnerische Figur in einem Feld neben ihm steht und er dann dabei bleibt, selbst wenn man ihm die entsprechenden Regeln aus dem Regelwerk vorlegt. Immerhin, die Regeln des Schachspiels sind ja kein staatliches Gesetz und deswegen ist es jedem erlaubt, die Regeln nach eigenem Ermessen zu interpretieren. Es sei trotzdem weiterhin Schach. Wenn jemand die Regeln einer Religion nach eigenem Ermessen auslegt, ist er dann überhaupt noch ein Vertreter dieser Religion oder etwas anderes?